Die türkische Polizei ist in Istanbul mit Tränengas gegen rund 200 Demonstranten vorgegangen, die am 1. Mai trotz eines Verbots zum Taksim-Platz marschieren wollten. Die Teilnehmer waren einem Aufruf verschiedener linker Gruppen gefolgt. Auf einem Banner war unter anderem zu lesen: Nein zum Diktator, offenbar eine Anspielung auf Präsident Recep Tayyip Erdogan. Erdogan hatte sich unlängst per Referendum eine Ausweitung seiner Machtbefugnisse gesichert. Die Opposition sieht darin einen Schritt zur Autokratie. Sie wirft der Regierung vor, die Abstimmung manipuliert zu haben. Erdogan hatte am Wochenende erneut tausende Staatsbedienstete entlassen. Derzeit gilt nach dem gescheiterten Militärputsch 2016 der Ausnahmezustand. Mit einem Notstandsdekret wurden zuletzt auch Heiratsshows im Fernsehen verboten. Zudem blockierte die Regierung den Zugang zu Wikipedia. An der offiziellen Kundgebung zum 1. Mai in Istanbul nahmen mehrere tausend Menschen teil. Auch in anderen Städten weltweit gab es zum Tag der Arbeit Kundgebungen.